Hallo liebe Angelfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lieblingsköder Angelschule. In der heutigen Sendung zeigen wir euch, warum über die Hälfte aller Hechtbisse nicht erkannt werden und was ihr tun könnt, damit euch das nicht passiert. Wir gehen zum Hechtangeln mit 15 cm Lieblingsködern. Das ist die optimale Beutegröße für Hechte. Und heute geht es uns mal nicht um die Auswahl des passenden Angelplatzes, nicht um die Auswahl der passenden Köderfarbe, sondern speziell um die Bisse und die Bisserkennung mit eurer Rute. Beim Hechtangeln mit dem Gummifisch kurbeln wir unseren Köder die meiste Zeit einfach nur gleichmäßig durchs Wasser. Das erste, was ich mit einer guten Rute spüren möchte, ist der Lauf meines Köders. Fühle ich beim Einholen meines Köders jeden einzelnen Paddelschlag, kann ich darüber die Einholgeschwindigkeit meines Köders super anpassen. Im Winter fischen wir etwas langsamer und haben eine niedrigere Frequenz unserer Paddelschläge. Im Sommer, da fischen wir etwas schneller und haben eine höhere Frequenz. Mit einer sehr guten Rute kann ich die Paddelschläge also bis ins Handteil fühlen und, wenn ich genau darauf achte, kann ich sie sogar in der Rutenspitze sehen. Wir erkennen hier das rhythmische Auf und Ab. Das sind die Paddelschläge unseres Köders. Und jetzt wird's richtig spannend, liebe Angelfreunde. Wenn wir den Hecht zum Anbiss überlisten konnten und er packt zu, dann passiert Folgendes. Im Moment der Köderaufnahme könnte man meinen, wird sofort ein heftiger Biss, ein heftiger Tock auf die Rutenspitze übertragen, der uns den Biss anzeigt. Aber das ist meistens gar nicht der Fall. Denn das Erste, was passiert, ist, dass der Lauf unseres Köders unterbrochen wird. Der Hecht schiebt sich mit geöffnetem Maul über die Beute drüber, unterbricht jetzt beim Schließen des Mauls den Lauf unseres Köders, aber zieht noch gar nicht heftig an unserer Schnur. Das Ganze passiert wirklich innerhalb von Millisekunden unter Wasser. Und wenn ich in diesem Moment den Biss nicht erkenne, dann kann es sein, dass der Hecht das Maul wieder aufmacht und unser Köder einfach wieder ausspuckt. Und hier liegt jetzt auch der große Unterschied zwischen einem unerfahrenen Angler mit einer schlechten Angelausrüstung und einem fortgeschrittenen Angler mit einer guten Angelausrüstung. Der unerfahrene Angler, der wartet darauf, dass ihm der Biss des Hechtes durch ein deutliches Tock in der Rutenspitze angezeigt wird. Der fortgeschrittene Angler mit gutem Angelgerät, der weiß, wenn ich meinen Köder gleichmäßig durchkurbel und der Köderlauf unterbrochen wird, dann kann das ein Biss sein, setzt im richtigen Moment den Anhieb, bevor der Hecht die Chance hat, den Köder wieder auszuspucken. Es geht also darum, dass man manche Bisse nicht sehen kann, sondern sie nur fühlt. Achtet jetzt mal in diesem Beispiel darauf, ob ihr den Biss in der Rutenspitze erkennen könnt. Fisch! In Originalgeschwindigkeit ist das fast unmöglich. Das Ganze geht hier viel, viel, viel zu schnell. Erst in super Slow Motion und mit einem ganz kleinen bisschen Fantasie kann man hier an der Rutenspitze überhaupt etwas erkennen. Aber diesen Biss, den habe ich wirklich nur gefühlt. Ganz knapp. Boah. Es hat doch noch geklappt. Im strömenden Regen. Den berühmten Tock in der Rutenspitze. Das, was wir uns als Hechtangler beim Angeln immer so wünschen und worauf wir uns freuen, das sehen wir natürlich nur dann, wenn der Hecht richtig aggressiv auf den Köder drauf geht. Der Hecht kommt mit geöffnetem Maul, angeschossen, schnappt zu und dann kommt Zug auf die Schnur und das ist das berühmte Tocken, das was wir an der Rutenspitze auch sehen können. Oder wenn der Hecht unseren Köder attackiert und sich dann sofort zur Seite wegdreht, auch dann kommt Zug auf die Schnur und wir sehen an der Rutenspitze Tock. Da ist der Biss. Und im Idealfall sieht das Ganze dann so aus, wir können an der Rutenspitze erkennen, wie hier unser Köder arbeitet, wie sich der Paddelschwanz bewegt. Jetzt warten wir auf den berühmten Tock. Da ist der Biss und da kommt der Anhieb. Und im eher sehr seltenen Extremfall sieht das Ganze dann so hier aus. Hier haben wir schon ordentlich Spannung auf der Schnur. Der Köder wird gleichmäßig eingeholt. Die Rute biegt sich schon ein Stückchen durch. Und dann kommt hier der Räuber an, nimmt aus vollem Lauf hier den Köder und die Rute wird einmal, Leute, bam, 30 cm nach rechts versetzt. Wäre eigentlich schön, wenn jeder Biss so erfolgen würde. Im Normalfall sieht es allerdings nicht so aus. Im Normalfall haben wir eher dieses Bild. Wir können ganz wunderbar den rhythmischen Köderlauf erkennen und dann gibt es das ganz kurze Tocken in der Rutenspitze und das ist der Biss. Wenn wir uns diese Szene nochmal in Zeitlupe angucken, auch hier wieder die rhythmische Bewegung des Köders, dann erfolgt die Köderaufnahme, wir kriegen einmal Spannung auf unsere Rutenspitze, das ist das berühmte Tock und mit einer guten Rute kann ich solche Bisse sehen und fühlen und dann auch rechtzeitig den Anhieb setzen. Da ist er. Perfekt. Sheriff, 15 cm für die Dämmerung. Jetzt die spannende Frage für alle Angeleinsteiger, die sagen, naja, ich habe noch nicht so eine gute Angelroute, kann ich denn jetzt gar keinen Hecht fangen? Nein, Leute, hin und wieder gibt's auch die Möglichkeit, dass sich ein Hecht mal selber hakt, dass er sich mit geöffnetem Maul über den Köder drüber schiebt, selber einrastet und das ist dann auch das berühmte Rütteln in der Rutenspitze, rat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 , was euch anzeigt, da ist jetzt ein Fisch an der Angel.
Die Szene nochmal kurz in super Slow Motion. Auch hier wieder ganz wunderbar an der Rutenspitze zu erkennen. Das erste kurze Mini-Tock ist die Aufnahme des Köders. Dann hakt sich der Hecht schon selbst und anschließend kommt das Kopfschütteln. Ratatatatatatat. So ein Biss ist natürlich ganz wunderbar zu erkennen und auch für jeden Angeleinsteiger zu verwandeln. Aber auch wenn ihr so einen Biss habt, solltet ihr trotzdem natürlich den Anhieb setzen, um den Fisch sicher zu haken und im Drill nicht zu verlieren. Jetzt haben wir über die verschiedenen Erscheinungsformen von Hechtbissen gesprochen, von kaum zu erkennen, weil ganz vorsichtig auf großer Distanz, ultrasensibel, nicht wirklich zu sehen, nur ein bisschen zu fühlen, bis hin zu ratatatatat, der Fisch geht drauf, hakt sich fast selbst. Und jetzt gibt es noch eine Bissart und mir ist wichtig, dass ihr die kennt. Wir haben diesen Biss den Bordsteinbiss getauft. Bei diesem Biss ist der Köder einfach nur fest und es ist wichtig, dass ihr auf diesen Biss vorbereitet seid, denn er wird irgendwann kommen und dann müsst ihr den Anhieb setzen, um den Traumfisch eures Lebens nicht zu verlieren. Felix, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Fangen wir heute den Hecht? Ja. Alter Billy. Fisch. Ja, ein bisschen gegen den noch. Boah. Oh, hier. Oh, das ist ein guter. Hängt gut im Maulwinkel. Gib ein bisschen Schnur. Okay, und jetzt seitlich. Und jetzt kommen wir wieder. Felix, geiler Fisch. Ja. Boah, Felix. Wahnsinn. Unfassbar, das war wie eine Bordsteinkante. Direkt. Oh. Wahnsinn. Boah, Felix, geiler Hecht. Puh, ich dachte, du hast einen Hänger. Ja, ich auch. So, den Köder. Kriegst du ihn raus, du? Ja. Sehr schön. Hängt er genau im Maulwinkel. Ja. Den hat er einmal umgedreht. So. Sunny Lemon, 15 cm. Felix, geile Nummer. Dankeschön, Jens. Geile Nummer. Ich habe im Augenwinkel gesehen, die Rute krumm und ich habe mich erst gefragt, ob das ein Hänger ist oder nicht. Ja, ich so hat es sich angefühlt, wie ein Hänger. Und dann, es war einfach Schluss. Also muss Absinkphase. Also es war kein Testbiss oder nichts, das war keine Verfolgungsjagd mit Fressbiss, das war direkt Fressbiss, bam, drauf. Den wollte der haben, richtig. Und was hast du gefühlt, als der Biss kam? Als ob es steht. Als ob es stand, bumm. Also es war jetzt nicht so dieser typische Biss, wo der Hecht drauf geht, sich einmal dreht und dann richtig gleich Bambule macht, sondern es er war stand einfach, erst mal. Also du hast gemerkt, der Köder ist fest. Ja, Anhieb, direkt richtig durchgeladen und dann kam die Antwort vom Fisch. Kopfschläger. Okay, also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Egal, was du merkst. Anhieb setzen. Sofort komplett durchladen. So hart, wie es geht. War ein Kampf. Wahnsinn. War wirklich ein Kampf. Schöner Fisch. Danke, Felix. Geil, dass es geklappt hat. Jawohl. Bam. Richtig schöner Hecht. Und falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und sagt, Mensch, ich möchte auch gern mehr Hechte fangen, meine Bissausbeute erhöhen, dann möchte ich euch recht herzlich einladen, an unserem heutigen Gewinnspiel teilzunehmen. Denn es gibt, wie könnte es bei diesem Thema anders sein, wieder etwas ganz Tolles für euch zu gewinnen. Und zwar eine Ultraboost Zanderhecht. Die perfekte Route zum Zander und zum Hechtangeln. Länge 2,65 Meter, mittleres Wurfgewicht 10 bis 50 Gramm. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns bitte jetzt unten in die Kommentare zu schreiben, wie euch die heutige Sendung gefallen hat und ob sie für euch hilfreich war. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder unsere Gäste wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Chris und Jens von Lieblingsköder.